Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Crowded. Heute schauen wir sich dieses komische Fleischaufhängzeug an. Sinn dahinter gleich vorweg, man hängt es auf, das Fleisch, und dann sollte es nicht mehr so schnell spoilen. Ich muss es jetzt deswegen schnell machen, weil ich einfach glaube, dass ich das im Inventar mit mir rumschleppe. Und ich will nicht eigentlich nicht, dass das jetzt da verdirbt. So, dann bauen wir das mal auf. Da fehlen zwei Parts von diesen Bombardierkäfer. Die haben wir ja noch irgendwo. Hier. Ihr seht, ich habe da aus Platzmangel jetzt schon so gebaut, aber das macht auch gar nichts. So. Der Rack ist fertig. Wir hängen mal Fleisch auf. Wir hängen das auf. Wir hängen das auf. So. Normalerweise spoilt dieses Zeug relativ schnell. Wenn jetzt das Fleisch da oben, wenn da oben hängt und fertig getrocknet wurde, sollte es nicht mehr spoilen. Zumindest nicht so schnell, soweit ich das weiß, aber ich glaube fast gesehen zu haben, gar nicht. Heißt so viel wie, wir warten. Weiß nicht, wie schnell das geht, ist das schon fertig? So. Aha, kann man jetzt Plant Fiber aufhängen, um Dry Grass zu machen? Das ist natürlich cool, weil Dry Grass brauche ich hier öfter. Dann muss ich aber vielleicht nochmal ausbauen, noch ein zweites so ein Ding machen. Jedenfalls, für das ist das Ding gut, nur damit ihr es mal wisst, ob es das bringt oder nicht, sage ich euch in ein paar Minuten, deshalb ein Cut. So, einen Ingame-Tag später. Also ja, man kann das normale Gras zu Dry Grass machen. Dieses Weevil Jerky und dieses Gnant Jerky sollte jetzt wesentlich weniger langsam verrotten. Ich überlege jetzt nur gerade, wie man das jetzt überhaupt rausfinden könnte. Ich schlepp's halt einfach mal mit mir rum. Ich werde auf jeden Fall, hänge halt auf jeden Fall wieder was auf. Hab mir einen Käfer umgebracht auf dem Weg da. So, dann hängen wir das wieder auf. Und ja. Das war's eigentlich. Das war die Anleitung zu dem Jerky-Zeug. Ich denke, das ist schon recht sinnvoll, wenn man wirklich was hat. Weil jedes Mal, wenn ich es grill unten, ist es sofort wieder gespoilt und praktisch platt. Also gehe ich mal davon aus, dass das so etwas länger halten wird. Ich habe vorher gerade nur Guide somit zu Ende, wem der Rest nicht interessiert, kann abdrehen, das dauert nicht lang, eine Minute. Ich habe die Torch Plus gelernt, die werde ich mir jetzt noch anschauen. Woven Fiber, Dry Grass und Spring. Spring. Dry Grass. Kein Woven Fiber mehr? Ist das ernsthaft wirklich alles verbraucht? Ja, ich hab da wirklich alles verbraucht. Wow. Steppert, die Fackel in der Hand ist aber schon tausendmal heller als die ganzen anderen Sachen. Und das mal einklappen da alles. So. Wie so viel klumpert da nämlich rum links? Woven Fiber. Wie kriegt ihr das eigentlich ins Inventar, wenn kein Platz ist? Na gut. Was soll das sein? So, die Fackel ist kaputt. Das heißt, wir werden jetzt die Fackel, die neue craften. Schauen wir mal, ob vielleicht ist die auch heller. Hoppla, soweit. So, was brauchen wir für die? Forge Plus, kann ich machen. Bam! Ja, man sieht es eigentlich nur im Tooltip, dass ein
Torch Pluses. Das ist, die Stairs haben Schaden. Ja, das habe ich wahrscheinlich wieder dagegen gehauen, ich Depp. Okay, das war's. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Warte jetzt auf, bis meine Netze wieder was abwerfen und dann geht's weiter. Ich suche mal jetzt einen Ladybug. Irgendwo werde ich schon finden. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, so Tipps, Guides etc., dann bitte lasst ein Abo da, unterstützt mich, haut die Glocke rein und ich liefere euch weiter sowas zu allerhand Survival Games und einer anderen Leidenschaft von mir, wenn es gute Story-Ego-Shooter aller Doom sind, beziehungsweise längerwierig aller Diablo 4. Gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, macht's es gut und bleibt gesund. Bis dann und ciao.